Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe nochmal einen alten Speicherstand geladen gehabt und bin nochmal hierher gegangen. Einfach, weil ich das hier nochmal machen wollte. Ich habe ja ein Gespräch überklickt und dabei ist mir aufgefallen, man kann hier auch noch ein bisschen mehr machen. Jetzt redet er. Es ist schön, dich wiederzusehen, das hatten wir. Und jetzt können wir nämlich auch grüßen. Das hat er nämlich vorher nicht gemacht. Da ist er ja sofort ins nächste Ding rüber gesprungen. Du begrüßt den Laibon. Mitsuri, du bist hier willkommen. Laibon, ich bekomme und dein Volk, das hatten wir. Mitsuri, Krieger, Racke, spring den Häuptling der Leoparden her. Lass ihn knien. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht verpasst gehabt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich übersehen gehabt. Also, ich hätte gedacht gehabt, dass da was übersprungen worden ist, aber... Ah, das hat man nicht. Leopardenmann waren schon immer unsere Feinde. Sie sind hinterlistig und man kann ihnen nicht trauen, dass sie nur unterwegs sind bei Nacht. Aber das Schlimmste ist, dass sie Magie benutzen. Das haben wir übersehen. Den Text hatten wir. Da stimmt wieder was nicht so richtig. Ich konnte nämlich noch nach diesem Speer fragen. Das ist echt komisch. Ich habe ja die Geschwindigkeit ein bisschen hochgesetzt. Nee, das war Lautstärke. Nee, die Geschwindigkeit steht auch wieder weiter unten. Ich glaube, die war es beim letzten Mal etwas zu hoch gewesen. Die ist auch im Moment... Ja, okay, die ist auch im Moment gesperrt. Ich glaube, die ist anscheinend immer gesperrt bei den Dings. So, Grüße. Dann rede über Frieden. Du erzählst, wie du von weit her gekommen bist, um Simbani Frieden zu bringen. Dann wirst du an unserer Seite kämpfen und die Leopardenmann werden vor uns fallen. Dann wird es wieder Frieden geben. Du erzählst von deinen Abenteuern in Chapea. Du wirst eines Tages großer Anführer deines Volkes sein, Heldenmensch. Jetzt können wir noch nach Speer fragen. Also, da muss man wirklich wahnsinnig schnell sein. Sonst kriegt man das nicht hin. Speer, das finde ich nämlich wichtig, weil das ist dieser Speer, der gestohlen worden ist. Und es gibt sogar Punkte. Speer des Todes ist größte Waffe der Simbani. Es tötet alles, was er trifft. Es ist stolz der Simbani. Ja, und das war's. Also man könnte noch so viel drüber reden, aber anscheinend, das geht alles so schnell. Ja, geht alle zurück zu Uruhasrudu. Ja, genau. Das hatten wir. Das hatten wir auch. Und dann sind wir jetzt hier. Du sprichst über die Ereignisse des Tages. Heute war ein langer und äußerst interessanter Tag. Tage sind sehr schön, wenn Freunde wieder zusammen sind. Ich kenne den Laibon schon sehr lange und ich respektiere ihn sehr. Er ist ein weiser Mann und normalerweise hört er so gut zu, wie er redet. In seiner Jugend wurde er Anashesema genannt. Er spricht nicht, weil er immer nur zuhört. Okay, ist aber irgendwie seltsam, dass der jetzt so auf Krieg aus ist. Es wird nicht einfach sein, den Frieden herzustellen, wenn der Laibon ihn nicht will. Es ist sehr leicht, anderen einen Krieg aufzudrängen, aber es ist schwer, jemand den Frieden aufzudrängen. Seht ihr die Gesichter der Simbani an, wenn wir ihnen begegnen. Wenn es zum Krieg gegen die Leopardenmann kommt, werden viele junge Krieger nächstes Jahr tot sein. Wenn es Krieg mit Dämonen gibt, werden alle tot sein. Wenn die Simbani Krieg haben, Rakesh, dann ich auch Krieg habe. Ich bin Simbani-Kriegerin. Ich habe bei meiner Ehre geschworen, dein Volk Frieden zu bringen. Du bist nicht in dein Dorf zurückgekehrt, um einen grundlosen Krieg zu sterben. Das schwöre ich. Solange der Speer des Todes vermisst wird, wird der Laibon sich keine Worte des Friedens anhören, glaube ich. Wenn wir die Leopardenmann davon überzeugen könnten, den Speer zurückzugeben, könnte der Krieg ohne Blutvergießen enden. Das ist die andere Sache. Ist der Speer wirklich von den Leopardenmann geklaut worden? Wenn jemand da wirklich Krieg will, die Dämonen oder so, dann könnten die doch den Speer geklaut haben, damit die gegeneinander losziehen. Ich werde morgen früh nach Tana zurückkehren. Mein hinteres Bein bereitet mir wieder Schwierigkeiten.
Du musst das auskundschaften, also alleine unternehmen, mein Freund. Es tut mir leid, dass ich dich verlassen muss. Mein rechtes hinteres Bein wurde vor vielen Jahren im Krieg gegen den Dämonenzauberer verletzt. Das Dämonengift hat verhindert, dass mein Bein vollständig heilte. Nicht einmal magisches Heilen konnte mein Bein wiederherstellen. Der Dämonenzauberer war der Anführer der Dämonenarmee. Wir Leotaurer haben die Dämonen zwar aus Tana vertrieben, aber wir haben sie nicht in ihre Welt zurückgedrängt. Ich wusste, dass wir nicht gewonnen hatten und dass die Dämonen zurückkehren würden, wenn sie wieder an Stärke dazu gewonnen hätten. Darum wurde ich Paladin, denn ich konnte den Rat der Weisen nicht davon überzeugen, die Dämonen jenseits unseres Königreiches zu verfolgen. Ich habe den Thron von Tana verlassen, um die Dämonen selbst aufzuhalten. Nachdem die Dämonen Tana verlassen hatten, folgte ich ihnen. Sie sind nach Norden in das Land des Pharaonen gegangen. In Bazar von Gaza traf ich einen Paladin. Sie verteidigte mich, als die Leute des Bazars dachten, ich sei ein Monster. Ich erzählte ihr von meiner Mission und sie lehrte mich alles über Paladine. Die Dämonenarmee hat Tana vor vielen Jahren angegriffen. Leotaurer sind entschlossene Kämpfer und mit Magie bewaffnet, haben mir die Dämonen vertrieben. Ja, das hatten wir schon. Wir sitzen zu viel. Vielleicht sollten wir zum Dorf gehen. Die Leute im Dorf warten darauf, dich wiederzusehen, Rakesh. Sie haben dir zu Ehren einen jungen Ochsen geschlachtet und sein Blut ist noch sehr frisch. Die Simbani feiern deine Ankunft mit Fleisch, Milch und Gesang. Es ist spät, dass du endlich zu deiner Hütte zurückkehrst. Wir wurden von Laibon königlich behandelt. Das Fleisch stammte von seiner eigenen Herde. Ich werde bei Tagesanbruch nach Tana aufbrechen. Finde so viel wie möglich heraus. Nicht Feinde so viel. Ich glaube nicht, dass der Laibon uns alles gesagt hat, was er weiß. Falls du den Speer des Todes findest, könnten wir den Laibon vielleicht davon überzeugen, dass der Krieg unnötig ist. Viel Glück. Tu, was du kannst, um den Respekt der Simbani zu gewinnen. Wir werden zweifellos ihre Kooperation brauchen, um den Frieden wiederherstellen zu können. Entschuldigung. Ich glaube, der Laibon hat uns nur das erzählt, was er uns über diesen Krieg wissen lassen will. Wenn du sein Vertrauen gewonnen hast, erzählt er dir vielleicht mehr. Ich verstehe nicht, warum die Leopardenmann gegen die Simbani kämpfen wollten. Die Leopardenmann bleiben normalerweise im Dschungel und kommen nur nachts heraus. Die Simbani dagegen bleiben in der Savanne und jagen nur während des Tages. Es gibt kaum Kontakt zwischen den beiden Stämmen. Ich kann nicht glauben, dass die Leopardenmann plötzlich einen Krieg sowohl mit den Simbani wie auch mit meinem Volk anfangen wollen. Das kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Der Dschungel befindet sich direkt östlich von hier. Das Dorf der Leopardenmann ist dort irgendwo versteckt. Man sagt, dass es durch Magie beschützt wird. Grescha glaubt, dass der Zauber, der über dem Dorf der Leopardenmann liegt, es verhindert, dass Außenseiter es auch nur sehen können. Man sagt, dass man nicht sehen kann, was die Leopardenmann eigentlich sehen lassen wollen. Die Savanne ist sehr schön, aber sie kann auch sehr gefährlich sein. Sei vorsichtig auf deinen Reisen, mein Freund. In der Savanne liegen sichere Orte weit voneinander entfernt. Entferne dich nicht so weit von ihnen weg, solange du nicht weißt, was du tust. Du bist in Tana oder im Simbani-Dorf am sichersten. Es gibt angeblich irgendwo im Süden einen magischen Teich. Ich glaube, den haben wir sogar schon gesehen, oder? Der auch sicher ist. Okay, das hatten wir alles. Uhura. Uhura wird dir auf jede ihr mögliche Art helfen, aber sie kann nichts gegen das Wort des Laibons ausrichten. Uhura ist eine Kriegerin und hat geschworen, den Laibon zu gehorchen. Uhura hat während eines Einführungsrituals vor einiger Zeit würdig gezeigt, den Titel einer Kriegerin zu tragen. Sie ist nur nach Shapir gereist, um weiterhin als Kriegerin zu gelten. Um zu beweisen, dass man ein Krieger ist, muss man eine Reihe von Prüfungen bestehen, die die Fähigkeiten des Kriegers testen. Durch das Einführungsritual wird man als respektiertes Mitglied in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Warum glaube ich, dass wir das auch noch durchmachen müssen? Die Prüfungen sind jedes Mal anders, sind aber so gestaltet, dass sie körperliche Fähigkeit und Schlauheit testen. Sie können entweder alleine oder im Wettbewerb mit anderen durchgeführt werden. Manchmal untergehen mehrere Jugendliche das Einführungsritual zur gleichen Zeit.
Sie hat sich ein Kind gewünscht, aber eine Ehefrau kann keine Kriegerin sein. Sie hat jetzt Simba, aber kein Mann. Ja, kann sie es für sich beanspruchen. Sie bleibt eine Kriegerin. Ich habe keine Zweifel, dass Simba eines Tages ein genauso guter Krieger sein wird wie seine Mutter. Pläne? Wie schon gesagt, werde ich nach Tana zurückkehren und herausfinden, ob Crasher mehr über die Dämonen erfahren hat. Lerne von den Simbani, was du von ihnen lernen kannst und versuche sie daran zu hindern, diesen Krieg anzufangen. Kehre nach Tana zurück, wenn du es für nötig hältst. Es hört sich jetzt nicht so an, als ob wir eine Zeitangabe hätten. Also, dass es heißt, nach Tag 7 oder 8 oder so muss man da fertig sein und dann passiert irgendwie was anderes oder wie auch immer. Vielleicht habe ich mich auch geirrt, als ich gesagt habe, es ist ein bisschen blöd. Vielleicht kann man ja erfahren, wir brauchen diese 5 Zebrafelle, dann kann ich nach Tana zurück und sie kaufen. Es ist durchaus möglich, dass ich mich da ein bisschen geirrt habe. Aber wir werden sehen. Dämonen. Solange ich nicht mit Sicherheit weiß, dass die Dämonen nicht wieder auf Tana losgelassen worden sind, muss ich in der Nähe meines Bruders bleiben. Raya denkt immer noch, dass Krieg ehrenhaft ist. Er wird versuchen, den Rat der Weisen davon zu überzeugen, den Krieg gegen die Leopardenmann zu erklären. Falls ich nicht in Tana bin, gelingt es Raya, unter Umständen diesen Krieg anzuzetteln. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Für die Simbani ist Vertrauen die Grundlage der Ehre. Sie sind sehr offen und teilen alles gerecht unter den Mitgliedern des Stammes auf. Für die Leotaurer ist Ehre eine Sache des Stolzes und der Einhaltung der Gesetze Tanas. Ehre für einen Paladin ist, das Notwendige zu tun, um das Beste für alle zu erreichen. Der Angriff auf die Friedensmission ist ein Angriff auf die Leotaurer. Es ist nur unser Wort, das zwischen Tana und dem Krieg steht. Der Ehreneid, den wir für den Frieden geschworen haben, bedeutet, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um die Wahrheit zu erfahren und den Angriff auf die Friedensmission aufzuklären. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Leopardenmann und die Simbani zusammenzubringen und deren Feindschaft zu beenden. Ich fühle tief in meiner Seele, dass meine Tochter noch lebt. Wenn wir sie finden, werden wir die Wahrheit kennen. Wir müssen sie finden. Ja, okay. Also wir müssen sie finden, wir müssen, wir können Zutaten suchen für den Apotheker. Wir sollten das Vertrauen der Simbani gewinnen. Und den Speer suchen. Ja, das sind, glaube ich, die Sachen, die wir jetzt so zu tun haben. Der Weg eines Paladins ist manchmal sehr schwer und einsam, da er seinem Herzen vertrauen muss, um zu wissen, was rechtens ist und nicht dem Urteil der anderen. Je länger du hier bleibst, desto mehr werden die Simbani und der Leiben dich respektieren lernen. Auch wieder so ein Teil, wo man sagen kann, geht's vielleicht doch nicht auf Zeit, wenn es heißt, umso länger wir hier bleiben, wir werden sehen. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja, genau. Rede über den Tag. Ja, redest von den Ereignissen des Tages. Es war wirklich ein aufregender Tag, junger Held. Und dann gute Nacht. Du sagst gute Nacht. Gute Nacht, mein Freund. So, dann beginnen wir den nächsten Tag. Du wirst wach, als die Sonne aufgeht. Rakesh hat die Hütte bei Tagesanbruch verlassen. Du erinnerst dich nur dunkel dran, dass er sich von dir verabschiedet hat. Da war wieder eine Truhe. Du kannst die Gegenstände, die du nicht mit dir herumtragen willst, in dieser großen Truhe verstauen. Das Zebrafell ist zur Dekoration an der Wand befestigt worden. Ein Strohhaufen ist mit einem Tierfell bedeckt worden, um ein Bett daraus zu machen. Dies ist das Feuer, das das Innere der Hütte beleuchtet und wärmt. Und wir müssen jetzt den Tag 5 haben, genau. Hier machen wir mal einen Quicksave. Ich denke, bis hierher müssten wir eigentlich alles ohne Probleme gehabt haben. Und dann können wir mal rausgehen und hier mal versuchen, das Vertrauen von den Simbani zu gewinnen. Das Feuer beleuchtet die Mitte des Dorfes und wird von den Simbani auch dazu benutzt, die gemeinsamen Mahlzeiten zu kochen. Dies ist die Wache für die Hütte des Laibon. Dies ist Uhuras Hütte, dann gehen wir doch vielleicht mal erstmal zu Uhura, hätte ich gesagt. Weil die kennen wir ja schon. Bin auch gespannt, ob wir da noch mehr finden im Dorf.
könnte mir ja vorstellen, dass wir hier ein paar Quests sozusagen erledigen müssen. Oder irgend sowas. Das ist kein günstiger Zeitpunkt, um Uhura zu besuchen. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Was ist das hier? Die Brücke zwischen den beiden Plattformen besteht aus groben Planken, die von zwei Pfählen gestützt werden. Geknotete Seile ermöglichen den Zugang zu beiden Enden der Brücke. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Wettbewerb so teilgenommen wird. Okay, dann kommen wir wieder hierher. Dann können wir hier... Ah ja, da haben wir doch jemand. Willkommen, Prinz von Shapir. Uhura hat uns gesagt, dass du bald kommst. Ich bin Yesufu. Du begrüßt Yesufu. Mitsuri, Prinz von Shapir. Dies ist ein besonderer Käfig. Er ist gemacht, um Leopardenmann gefangen zu halten. Keine Magie hat Einfluss auf Käfig. So können Leopardenmann nicht durch Magie entkommen. Ich bin der Sohn des Laibon. Ich spiele auch sehr gut Avari. Das ist das Spiel von mir. Vor mir. Dies ist Avari-Spiel. Ich kann dir zeigen, wie man spielt. Die Seite, die nahe bei mir ist, ist meine Seite. Das Loch am Ende, an deiner linken Seite, ist mein Haus. Das Loch am anderen rechten Seite ist dein Haus. Drei Steine werden in alle anderen Löcher getan. Wir wechseln uns ab, indem wir Steine von einem Loch in ein anderes tun. Wähle ein Loch auf deiner Seite und bewege alle Steine nach rechts. Lege einen Stein in jedes Loch. Wenn der letzte Stein in deinem Haus landet, bist du noch einmal dran. Wenn der letzte Stein in einem leeren Loch landet, gewinnst du alle Steine auf der gegenüberliegenden Seite. Du darfst sie und deinen Stein, der sie gefangen hat, in dein Haus legen. Das Spiel ist zu Ende, wenn beide Spieler keine Steine mehr haben, nur Steine im Haus. Der Spieler mit den meisten Steinen in sein Haus hat gewonnen, der andere Spieler verliert. Wir spielen nur zum Spaß, denn du hast keine Kühe. Lasse dich den ersten Stein spielen. Ich bin dran. Das ist sowas wie Backgammon oder so, oder? Aber ich verstehe es im Moment absolut noch nicht. Nee, ich verstehe es absolut nicht. Seine Steine. Ich habe mehr Steine in meiner... Also... ich verstehe... du spielst gutes Spiel, aber ich verstehe es absolut nicht. Ja, wir spielen nochmal. Ich verstehe es absolut nicht. Mein Volk hat eine Redensart. Habana... Aber ja, Kapia. Dein Vieh macht auch Mist. Das bedeutet, dass viele kleine Dinge zusammen zu großen Dingen werden. Ich denke immer dran, wenn ich Avari spiele. Ich verstehe das Spiel überhaupt nicht im Moment. Warum nimmt er jetzt irgendwelche Steine von mir? Vielleicht muss ich da tatsächlich mal nachschauen, wie das nochmal geht. Also im Moment verstehe ich das absolut nicht. Also ich klicke jetzt einfach nur die Steine an und schau mal, was passiert, aber... Jetzt mal, das Spiel müssen wir vielleicht auch gewinnen, um nee.
Ich will eben mal mit dir reden. Nee, da muss ich vielleicht tatsächlich nochmal nachschauen, wie dieses Spiel gespielt wird. Ich verstehe es absolut nicht. Ich lege einfach nur die Steine an, aber ich verstehe nicht, warum kriege ich manchmal Steine von ihm. Die Erklärung, die er geliefert hat, ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Simbani. Die Simbani sind Wandervolk. Dies ist nur unser Zuhause für diese Jahreszeit. Normalerweise ziehen wir bald in ein anderes Dorf, wo unsere Rinder haben frischeres Gras. Dieses Jahr bleiben wir jedoch hier, bis wir Krieg gegen Leopardenmann gewonnen und unseren Speer zurückhaben. Die Leopardenmann sind hinterhältiges Volk, das im Dschungel lebt. Wir haben sie immer in Ruhe gelassen, bis jetzt. Jetzt, wo sie haben Speer des Todes gestohlen, sind sie unser Feind. Speer des Todes wurde nachts gestohlen. Es hat keine Spur von Dieb gegeben. Deshalb wissen wir, dass Leopardenmann Speer gestohlen haben. Sie haben ihre Magie benutzt, um Speer zu stehlen. Ein guter Dieb könnte das auch geschafft haben, mein Freund. Da muss nicht unbedingt die Leopardenmann dahinter stecken. Ich meine, vielleicht waren sie es, aber irgendwie bezweifle ich es. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wir werden sehen. Wir werden gegen Leopardenmann kämpfen und wir werden Speer des Todes zurückbekommen. Bald werde ich Krieger sein und in diesen Krieg mitkämpfen. Um Krieger der Simbani zu sein, muss man Prüfungen in Einführungsritual bestehen. Ich übe, was Krieger können muss. Rennen, Speer werfen und balancieren. Ich bald bereit, um Prüfungen zu machen. Okay, Krieg. Ja, das hatten wir, genau. Käfig noch? Der ist ein besonderer Käfig. Er ist gemacht, um Leopardenmann gefangen zu halten. Keine Magie hat Einfluss auf Käfig. Sie können Leopardenmann nicht durch Magie entkommen. Okay, das war das hier. Rede über Shapir machen wir noch. Du erzählst Yasufo von deinen Abenteuer in Shapir. Der Mann, der steckte hinter all den bösen Dingen in Shapir, war also ein Zauberer. Alle Magier sind böse. Nee, das glaube ich nicht. Du verabschiedest dich von Yasufo. Waheri, lebe wohl, Freund. Alles klar. Und damit würde ich auch die Folge mal beenden. Ja, Sprache ist auf 183 hochgegangen. Ehre ist hochgegangen. Nicht schlecht. Und Vitalität ist auch hochgegangen. Ja, okay. So, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. In der nächsten Folge machen wir weiter. Vielleicht schaue ich nochmal nach, ob ich rauskriege, wie dieses Spiel wirklich funktioniert. Vielleicht werde ich ja schlauer, wenn ich mir das, was er gesagt hat, nochmal durchlese. Vielleicht finde ich auch irgendwo eine Anleitung zu dem Spiel. Im Moment verstehe ich nicht, wie das geht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir das vielleicht sogar gewinnen müssen, um sein Vertrauen zu gewinnen und den Respekt von ihm. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Naja, wir werden sehen. Ich werde auch, wenn ich jetzt hier auf die Seite rausgehe, kommen wir wahrscheinlich wieder zu dem großen Dings rein. Und dann haben wir noch die linke Seite. Also das ist, denke ich, das Hauptteil. Rechts ist dann dieses komische Balkendings. Hinten ist das und links haben wir auch noch was. Und unten geht es wahrscheinlich raus. Also glaube ich jedenfalls. Aber das werden wir auch noch rauskriegen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.